Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute ein Weihnachtsvideo für euch und zwar verstecke ich mich hinter dem 18. Türchen vom Büchergilde Adventskalender. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gefragt wurde von der Büchergilde, ob ich gerne daran teilnehmen möchte. Ich habe natürlich direkt zugesagt. Ihr wisst, ich bin großer Fan von der Büchergilde. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, wie die Mitgliedschaft funktioniert und so weiter. Also falls euch das interessiert, guckt gerne mal vorbei. Ich werde das hier oben irgendwo verlinken. Und ja, ich konnte mir ein Buch aussuchen, welches mich anspricht. Ich habe das jetzt auch im Vorfeld gelesen und habe heute die Gelegenheit, ein Exemplar davon auch an euch dort draußen zu verlosen. Da freue ich mich sehr drüber, gerade weil mir dieses Buch unwahrscheinlich gut gefallen hat. Ich habe überlegt, welches ich haben möchte. Das waren Bücher so aus dem neuen Programm. Und es ist mir sehr schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mich aber letztendlich für einen Autor entschieden, von dem ich schon immer mal etwas lesen wollte. Man kennt ihn vielleicht von Der Vorleser. Das ist, glaube ich, so mit sein bekanntestes Buch. Und dann habe ich den Klappentext gelesen und dachte, ja, das möchte ich lesen. Das wird mein erstes Buch von ihm werden. Und ich bin sehr gespannt, ob er mich begeistern können wird. Und ich kann so viel schon mal vorab sagen, das ist auf jeden Fall passiert. Ich werde euch das Buch jetzt im Folgenden vorstellen, euch meine Eindrücke schildern. Und ich habe dann auch wirklich am 1. Dezember angefangen zu lesen und war dann binnen 2 Tage durch. Es ist kein dickes Buch, aber ich habe dann immer ja, so ein paar Geschichten auf einmal gelesen, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Es handelt sich nämlich, ihr habt es ja im Intro schon gesehen, um Abschiedsfarben von Bernhard Schlink. Das sind Kurzgeschichten, insgesamt 9 Stück an der Zahl. Einmal Künstliche Intelligenz, Picknick mit Anna, Geschwistermusik, Das Amulett, Geliebte Tochter, Der Sommer auf der Insel, Daniel, My Brother, Altersflecken und Jahrestag. Und ich möchte zuerst mal darauf eingehen, wie dieses Buch gestaltet ist. Ihr wisst ja, die Büchergilde bringt bereits vorhandene Bücher, bereits vorhandene Ausgaben neu raus in dieser schönen Aufmachung, in Leinen gebunden. Und auch bei diesem Buch muss ich wieder sagen, es trifft total meinen Geschmack. Ich wusste vorab nicht, wie es aussieht, aber dieser Einband ist so richtig rau, fühlt sich aber gut an. Mir gefällt das Bild darauf sehr gut, weil ich finde, dass es ja zum einen Abschied, aber auch so eine gewisse Freiheit, ein sich frei machen suggeriert. Und deswegen, das passt perfekt zum Inhalt. Ich komme gleich genauer drauf zurück. Und wenn man den Schutzumschlag abnimmt, ist das auch nochmal hier drauf. Und zwar wirklich nicht nur drauf gedruckt sozusagen, sondern ja, es ist eingelassen in den Einband. Super schön. Begeistert mich genauso sehr wie alle Bücher von der Büchergilde. Das sind einfach Schmuckstücke im Bücherregal, man kann es nicht anders sagen. Und wie ich finde, auch tolle Geschenke. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn ihr dann einem Bücherliebhaber eine besondere Freude machen möchtet, dann ist das, glaube ich, wirklich ideal. Ja, ich habe mich übrigens heute auch schick gemacht für euch mit meinem Weihnachtspulli, den ich nur auf der digitalen Weihnachtsfeier dieses Jahr tragen kann. Und ich dachte dann, naja, fürs Video muss er jetzt auch herhalten, für meine beiden Weihnachtsvideos. Und deswegen diese Aufmachung heute. Aber es soll ja um das Buch gehen. Ich weiß gar nicht genau warum, allerdings habe ich mir bei diesem Titel gedacht, dass alle Kurzgeschichten sich um das Thema Tod drehen. Das ist aber ganz sicher nicht der Fall. Es geht hier um das Thema Abschied nehmen generell, um das Thema Abschied nehmen von Freundschaften, um das Thema Abschied nehmen von, ja, Geschehenem, was man hinter sich lassen möchte. Also es ist sehr breit gefasst, wobei das Thema Tod natürlich auch eine Rolle spielt. Ich muss zunächst mal sagen, dass ich sehr gespannt auf den Schreibstil des Autors war, weil ich, wie gesagt, noch nichts von ihm gelesen habe. Und ich muss sagen, dass er das Ganze relativ sachlich, neutral, emotionslos schreibt. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Man kann sich trotzdem in alle Geschichten einfühlen. Es wirkt sehr nah. Man kann verstehen, woher diese Personen kommen, was ihre Motivation ist, was ihre Gedanken sind. Und da erzählt er gar nicht so viel drumherum. Da hat er auch gar nicht den Platz dazu. Diese Kurzgeschichten sind immer nur ein paar Seiten lang. Die erste Geschichte ist beispielsweise nur 24 Seiten lang. Also ich würde sagen, so grob immer um die 20 Seiten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das sollte man meinen, man kann gar nicht so wirklich eine Tiefe aufbauen. Das hat er hier aber sehr wohl geschafft. Ich hatte bei jeder Geschichte das Gefühl, dass ich sehr tief eintauchen konnte und die Protagonisten schon lange Zeit begleitet habe. Einfach aus dem Grund, weil er die wichtigsten Infos dort hineingepackt hat
ohne zu ausschweifend zu werden, aber ohne das Ganze auch zu knapp zu erzählen. Also diese Nähe war auf jeden Fall da. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Kunst, weil ich persönlich finde es schwieriger, in wenigen Worten sowas aufzubauen, als ja in dem ganzen Roman. Die Gefühle, die diese Geschichten auslösen, sind wirklich ganz unterschiedlicher Natur. In der ersten Geschichte geht es beispielsweise um Verrat, wie eine Person damit umgeht, wenn ein lieber Mensch aus dem Leben scheidet und ja, etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen liegt. Er wollte es eigentlich immer sagen, hat es aber nie geschafft. Und wie kann man dann letztendlich sein Leben überhaupt noch fortführen? Ohne Schuldgefühle. Das ist dort zum Beispiel eine wichtige Frage. Es geht aber auch um das Thema Liebe. Es geht um Wut, um Verrat, um Erinnerungen, die man am besten beiseite schieben möchte, weil anders ein uneingeschränktes Leben gar nicht mehr möglich wäre. Und man merkt vielleicht, naja, wenn ich es nicht ausspreche, es ist doch jetzt eigentlich alles gut. Ich muss natürlich mit diesem Wissen leben, aber was würde sich dann alles zum Negativen verändern, wenn ich diese Dinge beim Namen nenne? Ich muss jetzt ein bisschen kryptisch reden, ihr merkt es, aber ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Und das war für mich absolut bereichernd, weil ich einfach gemerkt habe, diese Menschen befinden sich in völlig unterschiedlichen Lebensphasen. Sie sind zum Beispiel in einer Familie eingebettet und müssen überlegen, okay, wie handle ich jetzt, damit ich dieses Familienglück nicht zerstöre? Oder es geht eben, wie von mir eingangs erwartet, um das Thema Tod. Wie kann man Abschied nehmen? Von Familienmitgliedern, aber auch von Freunden. Wie geht man damit um? Welche Form des Abschieds ist die richtige? Gibt es überhaupt eine richtige? Weil jeder zeigt Trauer natürlich anders. All solche Fragen werden hier thematisiert. Was hier zum Beispiel ebenfalls eine Rolle gespielt hat, war das sich lösen von Verstrickungen sozusagen. Wie findet man wieder zurück zu seinem Ich? Wo genau liegt die Grenze zwischen geben und ja, letztendlich für sich selbst, aber auch noch da sein? Das war auch ein ganz wichtiger Punkt hier drin. Und all diese Kurzgeschichten, die wirklich unterschiedlicher nicht sein konnten, boten aber mir als Leser die Möglichkeit, dass ich mich hineinversetzen konnte. In manche Geschichten mehr, in manche weniger. Es gab sogar welche, die fand ich teilweise richtig verstörend, muss ich sagen. Andere wiederum einfach nur traurig, weil ich mir dachte, naja, das sind Punkte, die bestimmen dein restliches Leben. Kannst du dich davon überhaupt wirklich lösen? Aber letztendlich hat er mit dem Inhalt der Geschichten auch gezeigt, dass genau das notwendig ist, um eben glücklich zu sein. Was all diese Geschichten für mich gemeinsam hatten, war das Motiv der Liebe. Das ist hier ganz klar vorherrschend, egal ob das die Liebe zu einem Freund, zum Bruder ist oder zu einer Frau, zu einem Mann, wie auch immer. Und damit verbunden aber natürlich auch mögliche Kränkungen, Erwartungen, die nicht erfüllt wurden oder aber auch eine gewisse Skepsis, weil man nicht weiß, ob man selbst den Erwartungen gerecht werden kann. Also für mich hat hier Bernhard Schlink wirklich bewiesen, dass er ein, ja, sehr guter Beobachter ist, was das Zwischenmenschliche angeht und das mit einem Feingefühl rüberbringen kann. All diese Geschichten haben mir sehr viel gegeben. Ich habe es unfassbar gerne gelesen und muss auch sagen, dass es ja trotz oder gerade wegen des klaren, nüchternen Schreibstils sehr einfach war zu lesen. Also man ist nur so durch die Seiten geflogen. Ich konnte es wirklich einfach problemlos aufnehmen und brauchte nicht viele Worte, um einen Zugang dazu zu finden. Und das war wirklich toll. Ich möchte euch natürlich auch sagen, was meine persönlichen Lieblinge der Kurzgeschichten waren. Das sind eigentlich die, die ich am berührendsten fand. Am verstörendsten, das möchte ich auch erwähnen, fand ich Geliebte Tochter. Müsst ihr euch selbst ein Bild dazu machen, um was es dort geht. Das fand ich auch relativ verschachtelt und viel Info innerhalb dieser wenigen Seiten, gerade bei der Geschichte, muss ich sagen. Aber ja, also da war ich schon so ein bisschen im Zwiespalt mit mir, als ich das gelesen habe. Wobei ich das aber auch gut finde, dass beim Leser so eine Wirkung erzeugt werden kann. Also toll gemacht auch per se, aber eben wie gesagt verstörend für mich. Die Kurzgeschichten, die mir am besten gefallen haben und das waren auch gleichzeitig die, ja aus meiner Sicht am berührendsten, waren Das Amulett, Daniel, My Brother und Jahrestag. Ja, die fand ich alle sehr, sehr schön. Ich muss sagen, es war keine dabei, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Gerade deswegen, weil auch keine der Kurzgeschichten eine Ähnlichkeit zur anderen hatte. Also es war immer Abwechslung geboten, das war toll. Aber diese drei waren meine Lieblingskurzgeschichten. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und es ist vielleicht auch ein gutes Buch, um mal mit Bernhard Schlink zu beginnen, weil man da eben nur relativ kurze Texte hat, sich in jede Geschichte neu einfinden kann und ja, so einen kleinen Vorgeschmack vielleicht auch auf seinen Schreibstil bekommt. Ich möchte nach diesem Buch auf jeden Fall mehr von dem Autor lesen.
Ich weiß, dass es viele gibt, die sehr begeistert von ihm sind. Und ja, jetzt anhand dieses einen Buches kann ich auf jeden Fall verstehen, warum. Dazu möchte ich übrigens auch betonen, dass ich den Titel toll gewählt finde. Ich habe ja vor kurzem auch schon ein Buch gelesen, welches das Wörtchen Farbe im Titel hatte. Ihr wisst vielleicht schon, welches ich meine. Und das deutet einfach so ein bisschen darauf hin, dass es unterschiedliche Formen des Abschieds gibt. Nicht nur eine. Und ich hatte es eben, wie gesagt, so interpretiert, dass Menschen einfach unterschiedlich mit dem Tod umgehen, dass man darüber mehr erfährt, was auch, finde ich, ja, eine gute Idee für ein Buch gewesen wäre. Aber es geht einfach um völlig unterschiedliche Abschiede, die man haben kann. Nicht nur von einem geliebten Menschen, weil er stirbt, sondern auch, weil man sich vielleicht von manchen Menschen trennen muss, weil es einem nicht gut geht damit. Oder auch aufgrund dessen, weil die andere Person nicht mehr an einem Kontakt interessiert ist. Ihr werdet merken, wenn ihr dieses Buch lest, es gibt so viele verschiedene Formen von Abschied und wir im Alltag werden da auch sehr häufig damit konfrontiert. Vielleicht manchmal auch, ohne es ganz bewusst zu merken. Wenn euch dieses Buch anspricht, habt ihr jetzt natürlich die Gelegenheit, es zu gewinnen. Ich dachte, wir lassen das Gewinnspiel 3 Tage laufen. Also heute ist der 18. Ich würde dann sagen, bis einschließlich 20., also am 20. um 23.59 Uhr endet das Gewinnspiel. Ich werde aber auch alle Teilnahmebedingungen in die Infobox packen. Alles, was ihr dafür tun müsst, schreibt einfach einen Kommentar, warum ihr dieses Buch gerne hättet. Und ich werde dann dem Gewinner, nachdem ich ihn ausgelost habe, in Form eines Kommentars antworten und dann machen wir alles Weitere aus. Ich werde eure Adresse dann an die Büchergilde weiterleiten, die sich dann um den Versand kümmert, nur damit ihr so wisst, wie die Vorgehensweise ist. Und ja, ich freue mich sehr, dieses Buch bekommen zu haben. Bedanke mich bei der Büchergilde. Das Leseerlebnis war toll. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und umso mehr freue ich mich natürlich, dass auch jemand von euch dort draußen das Buch gewinnen kann. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt die Ruhe und die schöne Zeit und ich sage bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.